So, herzlich willkommen zurück zu einer kleinen weiteren Aufnahme mit die Euro Truck Simulator 2. Wie viel doch immer das gerade ist. Ich habe keine Ahnung. So, ja, komm. Let's go hier. Gib mal Beat. So, schon wieder hier diese Grafik. Das ist wirklich immer nach dem Starten des Spiels habe ich dieser Glitz. Ich müsste das Spiel mal auf meinem Testrechner installieren, das ist ja denn Windows, und gucken, ob da auch die gleichen Grafikglitches auftauchen. Ob das von dem Spiel kommt oder von OpenGL, also von Linux. Vielmehr. Würde mich mal hart interessieren. So, ich trinke jetzt mal kurz was hier. Achthundert Kilometer. Whoopsie. Okay. Ach so, ja, übrigens, da ja die Strecken immer länger werden, wir können doch 850 Kilometer gar nicht fahren. Wir dürfen doch maximal 2500, 250 meine ich doch. Ja, okay, die Fährenstrecken. Stimmt, wir haben ja auch hoffenweise Fähre mit dabei. Okay, wahrscheinlich für die nicht mitgerechnet. Logisch. Okay, gut. Was wollte ich gerade sagen? Genau, es wird in Zukunft auch Strecken geben, natürlich, die werden immer länger, die immer länger dauern. Oh, da die Folgen nicht irgendwann einfach 3 Stunden gehen sollen, werde ich natürlich ab einer gewissen Länge auch die Folgen einfach mal also die Strecken, die Aufträge auf mehrere Folgen aufteilen. So rum. Und ja, aber die sollte ja eigentlich noch nicht so eine werden, da wir maximal 250 Kilometer tatsächlich fahren. So, jetzt wollen wir mal gucken. F4, aha, Sitz einstellen. Was können wir denn alles machen? Erstmal zurückrutschen, damit ich meinen linken Spiegel überhaupt sehen kann. Beziehungsweise, warte mal kurz, er ist ja zurücksetzen, ne? Genau. Wir können auch hier mit 80 Grad. Ja, das ist doch gut. 80 Grad ist idealos. So, dann Spiegel einstellen, ganz wichtig. Ich persönlich finde es eigentlich immer am geilsten, wenn die Spiegel so eingestellt sind, dass ich den LKW an sich gerade so nicht mehr sehe. Das heißt, ne, noch sehe ich den LKW, noch sehe ich den LKW, noch sehe ich den LKW, jetzt sehe ich den LKW nicht mehr und jetzt sehe ich auch Teil des Hängers nicht mehr. So, das heißt, entweder ein zurück, so wäre ideal. Ne? So, vorne ist ja das Ding da, okay. Ja, das Ding ist mir eigentlich völlig egal. So, da sehe ich gar nichts. Ich dachte gerade, Seite ist eins von den beiden, aber der da unbewegt sich die ganze Zeit gerade. Ups. Der kann auch so, dass man den LKW gerade so nicht sieht. Ne, hat einfach den Hintergrund, dass man denn möglichst viel von der Umgebung sieht. So, und jetzt kommt das nächste bei Weitwinkel. Da gehe ich zum einen auch natürlich so und ich gehe möglichst weit runter, damit ich damit möglichst gut den toten Winkel ausleuchten kann. Also so weit, wie es halt möglich ist, ne? So. Wollen nach oben gucken, brauche ich nicht. Mich interessiert es nicht, wenn hinter mir ein Flugzeug fliegt. Däh. Aber ich will halt sehen, wenn also so, ne, schräg unter Sichtachse ein Auto lang fährt. Das würde ich schon gerne sehen. So. Hashtag läuft doch. Licht einstellen, keine Ahnung. Und was genau kann ich da jetzt einstellen? Hintergrundbeleuchtung, Armaturenbrett? Wow. Ich dachte, ich kann jetzt hier die Flucht einstellen. Weil man kann bei echten LKWs, also allgemein, man kann auch teilweise bei Autos, die Lichtkegel nach oben, unten, links oder rechts verschieben. Aha. Du, du, du. Ich meine, okay,
Eigentlich machen das viele Fahrzeuge mittlerweile auch schon automatisch. So hast du zum Beispiel, dass wenn du bergauf fährst, also keine Ahnung, wie es genau funktioniert, aber wäre jetzt zum Beispiel ein Beispiel, was mir einfallen würde, zum Beispiel, dass wenn du bergauf fährst, das Licht ein bisschen hoch geht und wenn du jetzt vor allen Dingen am Nippel bist quasi, also oben am Hügel, am Berg, an dass du dann quasi, wenn der Auto denn fährt, dass das Lichtkegel vorne ein bisschen runter geht. Weil der Hintergrund, warum man hier überhaupt so eine harte Kante hat, ist ja der, dass wenn dir ein Auto entgegenkommt oder ein Radfahrer entgegenkommt, dass denn dieser Lichtkegel unter seiner Sichtachse ist, damit er nicht geblendet wird. Deswegen habe ich auch immer Ziegelsteine dabei. Und wenn irgendein Auto mir entgegenkommt, was sein Licht falsch eingestellt hat und mir voll in die Fresse blendet, dann schmeiße ich in seine Fresse voll ein Ziegel. Ha? Ihr Kack-Auto-Noobs. Ja, nee, okay. Was? Genau. Und dementsprechend, wenn du halt auf den Hügel fährst, dann wird dein Lichtkegel ja weiter nach oben erweitert. Ne? Weil Physik und alles. Das heißt, wenn du auf den Hügel so raufkommst und das andere Auto so raufkommt, dann geht dein Lichtkegel ja über das Autodach. Also über seine Sichtachse. Und damit hast du halt auf dem Berg oder auf einer Brücke immer das Problem, dass du halt andere Verkehrsteilnehmer blendest. Und deswegen haben viele neuere Autos halt dieses Feature, dass sie diese Hügels erkennen und das Licht weiter absenken. Das heißt, auf der normalen Straße würden die Lichter quasi komplett auf den Boden zeigen, sorgt aber beim Hügel dafür, dass du halt immer noch unter der Sichtachse deiner beteiligten Fahrgenossen da bist da. Ne? Also ja, genau, so ungefähr so. So, let's go. Schon wieder genug geredet Faszinierend. hier. Wo muss ich überhaupt lang? Let's go. Oh, Scania. Ach, siehst du, kann ich jetzt denn nicht? Okay. Das kann ich machen für Lichttest. Okay, habe ich nicht. Schade eigentlich. Nice. Oh, es bleibt auch an. Siehst du, ich habe doch. Was waren das jetzt? War das N? Nee, N war Horn. Ach, J. Genau, J ist diese Lichthupe. Okay, so gut jetzt. Oh, Feierabend. Let's go. Wo muss ich überhaupt lang? Meine Fresse. Da geht's. Sieht man nicht. Und da. Ah, da geht's lang. Let's go. Ey, ist eine Tür offen. Oh mein Gott, Einbrecher. Hier ist auch eine Tür offen. Einbrecher. So viele Einbrecher. Oh, Alter. Aua. Entschuldigung. Es tut mir doch so leid. Für dich würde ich alles tun. Oh, Alter, ich fahre ja viel zu schnell. Holy shit. Mother of God. Biege nach rechts ab. So. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Oh, Nächste Alter. Ausfahrt. Ist ja schon fast Nötigung, was ich hier mache. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Ich gerade einfach viel zu schnell fahre. Was ist denn los hier? Wow. Ups. Ich muss ins Bett. Sag mal, wieso fahre ich denn gerade viel zu schnell die ganze Zeit? Was ist denn los mit Bitte mir? rechts halten. Ey, weg da! Ich muss da lang! Ey, Homo. Dankeschön.
komm, komm, komm. Ja. Und perfekt. Naja, fast perfekt. Wo, wieso bremst du denn? Oh, 50. Upsidi. Am Kreisverkehr. Ich soll gucken, wie die eigentlich blinken. Okay, die blinken einfach gar nicht. Okay, die blinken gar nicht, wenn sie reinfahren in den Kreisverkehr. Diese Ausfahrt. Interessant. Autsch. Das ist ja interessant. Die blinken gar nicht, wenn sie in den Kreisverkehr reinfahren. Das ist natürlich auch noch eine Option. Ich meine, letztendlich, das blinken sowieso nur was für Vollzeitstudenten. Und Langweiler. Bitte rechts halten. Alter. Diese Kurven machen mir Angst. Erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Ui. Ach, hier sind wir schon wieder. Ja, schau mal, da guck. Die Straße kommt irgendwie ganz schön häufig. Boah, Alter. Boah, Alter. Holy moly. Da voll der krasse Sonnenaufgang hier. So. Alter! Hier mit 80 lang fahren, da kriegst du ja auch Mondstörungen. Und volle Fahrt voraus. Okay. Das war genau die Stelle, wo ich letztens mich gemault habe, oder? Ach nee, wo ich mich beinahe gemault hätte. Bremst doch mal. Warte mal langsam mal hier. Rein wir mal. Holy moly. Oh, 30. Kann es sein, dass der Tempomat ab einer bestimmten Geschwindigkeit nicht mehr funktioniert? Also, dass du eine bestimmte Geschwindigkeit haben musst, damit er überhaupt anspringt? Nimm diese Ausfahrt. Weil irgendwie so ab ungefähr 30 habe ich das Gefühl, geht er nicht mehr an. Weil gerade eben habe ich gerade so 30 unterschritten und dann ging auf einmal der Tempomat nicht mehr an. Voll die Schweinerei. Ja, jetzt geht er wieder. Sehe ich denn irgendwo wieder, wie auch der Tempomat eingestellt ist? Nee, ne? Warte mal ganz kurz. Was ist denn das da alles? Achso. Das ist meine Triplänge. Sehe ich denn irgendwo diesen Tempomaten? Ja, da sehe ich die Tempomaten. So, Nee. Aha. Okay, ab 31. Macht keinen Sinn. Okay, halt, also ich muss schneller sein als 30. Sprich, also ab 31 geht der Tempomat erst an. Gut zu wissen. Okay. Boah, Alter, wie der LKW loszieht hier. Ah, es hat einen Scania, ne? Es hat gerade mal eine Tonne Fracht. Ah, das ist schon echt heftig. Woohoo! Yay! Was tue ich hier gerade, Alter? Mal gucken, wie ich da fernfahren kann. Alter, da vorne kommt ja schon eine harte Kurve. Kurve! Kurve! Covid! Und so, meine lieben Kinder, ist Covid-19 entstanden. Okay. Wir fahren mal hier nicht wie ein Rowdy. Sonst kuschel ich mit irgendeiner Wand. Immer geradeaus. Nee, nicht immer geradeaus. Ich hab Rotmädel. Zu was will die mich verleiten? Das ist ja schlimm. Das ist ja schon ein bisschen illegal, ne?
Ah ja, so ist das mit dem, mit den Navigatoren. So. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Okay. Nimm diese Oh, Ausfahrt. Alter, stopp doch mal aus. Au. Alles im grünen Bereich. Alles im grünen Bereich. So, tanken brauchen wir nicht. Schlafen brauchen wir auch nicht. Nice. Ach so, siehst du? Oh, Entschuldigung. Habe ich jetzt vielleicht deaktiviert? Nee, ist noch aktiv. Müdigkeitssimulation ist aktiv. Und warum werden wir denn nicht müde? Vor allem ein bisschen blau ist das Bett ja. Ne? Wenn man da so guckt, so ganz kleines bisschen blau ist das Bett. Kann doch nicht sein, dass man erst nach einer Woche müde wird. Oder? Vielleicht ist da was falsch. Oh, da wollen wir mal hier ein bisschen beschleunigen, ne? Tja, wäre natürlich geil, wenn hier irgendwo so eine schöne gerade Strecke wäre. Ah, nee, überall. Schade. Ich wollte mal ordentlich hochbeschleunigen, aber dafür sind die Straßen alle viel zu kurvenreich. Sobald du mehr als 80 fährst, fährst du gar nicht mehr. Oh, Baustelle. 30, hau mal. Ist das bitte? Oh, Alter, wie detailreich ist diese Baustelle bitte? Wie geil! Oh, ich liebe das. Ich liebe das. Siehst du das? Das konnte man ja, glaube ich, auch noch hochstellen, ne? Gameplay. Da hätte ich doch hier so ein paar Regler gehabt. Bevorzugte Auftragslänge ist Maximum, genau. Ah, hier, zufällig Streckenereignisse, Umleitungen und Regenwahrscheinlichkeit. Ja, YOLO! YOLO! Regenwahrscheinlichkeit braucht keine Sau. Lassen wir mal auf normal. Oder hat sich das schon verändert? War das nicht standardmäßig alles auf Mittel? Keine Ahnung mehr. Reichweite der Lenkanimation. 900 Grad. Stärke der Bremse. Okay. LKW-Stabilität. Auflieger-Stabilität. Federungssteifigkeit. Ich habe einen Steifen. Wow. Ich dachte, jetzt ist hier eine Baustelle nach der anderen. Oh, schon wieder 50. Aber hat sich noch nicht so viel geändert hier. Kreisverkehr, erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Guck mal, hier ist eine Baustelle. Ah ne, ist Stadteingangsschild. Am Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Okay, let's go. Ist frei. Warum blinkst denn du? Darf ich jetzt oder? Digga, wie viel Platz brauchst du eigentlich noch? Oder will der jetzt hier wirklich abbiegen?
Junge, fürs Abbiegen bist du schon ein bisschen zu weit gefahren. Aber will mich jetzt nicht verarschen? Ey, Kollege! Party hard! Okay, komm, let's go. Also, ein bisschen dumm ist das schon, ne? Nimm diese Ausfahrt. Weißt du, da baue ich fast einen Unfall und schon spielen alle verrückt. Also die Wolk, also hier dieses ganze Wetterzeiten-Dings der Bumster, das scheint auch sehr aufwendig zu sein. Hier sind andauernd neue Wolkenformationen zu sehen. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. War ein bisschen zu schnell. Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Ich war zuerst da. Nein. Diese Ausfahrt. Wow, Alter. Oh, hier wird wieder hart links, hart rechts. Diese ganzen Palmen hier. Mit der Mini-Palm, sagen wir mal. Alter, da oben die ganzen Häuser auf dem Berg, ne? Links halten und dann links abbiegen. Da oben dann, ne? Das ist schon echt heftig. Das ist schon echt krank. Biege nach links ab. Ich sehe die Ampel nicht mehr. Ich sehe die Ampel nicht mehr! Holy moly! Holy moly, 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 holy moly. Da finde ich das geil, wie die Amis das haben. Ja, bei den Amis ist es so, bei den Amis ist es so, da ist die Ampel, oder auch bei den Japanern, das ist ja genauso, da ist die Ampel hinter der Kreuzung. Ja? Gerade als LKW-Fahrer, der halt nicht sehr hoch gucken kann, wegen, weil, offensichtlichen Dingen, Alter, ist das halt schon extrem geil. Weil dadurch, dass die Ampel halt hinter der Ampel ist, was? Dadurch, dass die Ampel halt hinter der Kreuzung ist, ist sie halt von deinem Sichtpunkt aus immer relativ flach. Das heißt, du kannst die eigentlich immer sehen. Und das ist natürlich schon geil. Warum wir Deutsche das natürlich wieder nicht haben? Pff. Warum? Warum auch? Das wär mal was Sinnvolles. Ja, ich meine mal, ist wahrscheinlich, weil damals, als die Ampeln erfunden wurden, da gab es noch nicht so viele LKWs, die so groß da waren. Im Nachhinein ändern sollte man es scheinbar auch nicht mehr. So, muss ich jetzt da lang? Mussten wir. Achso, nicht schon, genau. Wir haben ja so einen komischen Hop gemacht. Ich finde eine neue Route. Wieso neue Route? Bin ich jetzt auch falsch abgewogen oder was? Ich klatsch dich weg. Let's go. Hä? Nach Möglichkeit bitte wenden. Route neu berechnen. Was? Wo schickten die mich hin? Achso, die. Ich sollte einfach nur hier so einen Kreis fahren. Da kann ich aber auch hier auf dem Gelände. So, siehst du? Kreis gefahren. Yay! Let's go. Ey. Das Schiff ist ja leer. So, jetzt muss ich. Genau. Ja, let's go. Also, aufbrechen. Neue Route finden. Was denn der so lange zum Laden braucht? Biege nach rechts ab. Darf ich erstmal losfahren, Mädel? Ist gerade schon rechts gepolt. So, von da kommt keiner. Sehr gut.
Rückkehr zweite Ausfahrt nehmen. Bitte rechts halten. Nimm diese Ausfahrt. Boah, ich fahre viel zu schnell. Sieht aber geil aus. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Bitte rechts halten. Nimm diese Ausfahrt. Das ist hier eine komische Straßenkonstruktion. Immer geradeaus. Ach so, siehst du, stimmt, wir sind ja. Wow, wir sind zum ersten Mal auf dem Festland. Oh mein Gott, wir haben es geschafft, Digga. Wir haben festen Boden unter dem Boden. Füßen. Holy moly. Bitte links halten. Oh, wir können 90 fahren? Ich dachte, LKWs dürfen nur 80. Okay. Oder gilt das gar nicht überall in Europa? Rechts halten, dann Ausfahrt rechts nehmen. Ah, schon müssen wir wieder langsamer fahren hier. Die Ausfahrt rechts. Konnten wir gar nicht auskosten hier. Oh, ne Scheiße aber auch. Biege nach rechts ab. Ich biege ja schon ab, Mädel. Meine Fräse. Geradeaus? Links, rechts? Nee. Rechts ab. Ah, oh, ah, hier, okay. Den oh, Alter. Links abbiegen. Warte mal auf jetzt hier! Biege nach links ab. Bin ich hier falsch? Bin ich hier falsch? Hä? Hier gibt's doch nur das. Also mein Navi sagt, ich muss hier hin. Guck mal, da hinten ist wieder das weiße Ding da. Seht ihr das da? Was da so blinkt? Da so ungefähr so. Da? Seht ihr das da? Ich muss da hin. Aber der lässt mich nicht rein. Was ist denn los mit dem? Da ist die Kamera. Der Spiegel. Nee, keine. Ah. Wow! Alter, wie nah muss man denn da ranfahren, damit das Ding aufgeht? Was denn da los, Alter? Ah. Endlich, wir sind da. Halt mal, steh jetzt hier aus! Oh, Alter, wuh! Yay! Okay, interessant. Da musst du dir ja wirklich quasi den Lack abschraffen an der Dings, damit der Ding da aufgeht. So, gespeichert. Siehst du, kann man richtig speichern. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Das zum Beispiel. Let's go. Schönchen. Ja, dann mache ich am besten für heute mal Feierabend. Und da. Ja, genau. Ich werde dann vielleicht dann morgen weitermachen. Ansonsten muss ich die Sachen auch vielleicht erstmal hochladen und so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall mache ich für heute, wie gesagt, Feierabend. Für euch ist sowieso Feierabend. Von daher, schau mit V, ne?